Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Monster Box 2 von Scylla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Scylla Monster Box 2. Wir entfernen mal das Plastik, damit wir uns die Box in Ruhe ansehen können. Und hier sehen wir schon wieder einen 16 Aufkleber, der uns verraten wird, dass wir hier auch Filmmaterial vorfinden werden. Ja, die Monster Box 2. Warum 2? Weil vor ein paar Jahren dieses hier erschienen ist. Das war Monster Box 1 von Scylla, fiel etwas kleiner aus und darin waren nur CDs, also nur 1, 2, 3, 4 CDs und eine DVD. Und jetzt hat Scylla es erneut gemacht. Also hat mehrere vergangene Releases in diese Box gepackt, aber zusätzlich zur Musik auch noch Merch bzw. Fanmaterial, wie man es von einer Box gewohnt ist. Das Ganze wurde released im Rahmen seines neuen Albums Blockchef und da wurde auch eine reguläre Blockchef-Box rausgebracht. Die sieht so aus, findet ihr natürlich ebenfalls das Unboxing auf meinem Kanal. Und ja, hat sie gedacht, warum nicht, macht einfach mal zwei Boxen. Habe ich so noch nie erlebt, aber freut mich natürlich, gibt es mehr anzuboxen und mehr herzuzeigen. Okay, Scylla Monster Box 2 Major Moves präsentiert. Also rein vom Design gefällt es mir sehr gut. Also ich stehe generell auf dieses, ich sag mal, Godzilla-Design, diese Kratzer. Gefällt mir sehr gut, vor allem diese Kombination Schwarz-Rot-Weiß. Super, super. Die Unterseite schwarz. Ihr seht schon, es ist eine Clubbox. Hier oben steht Major Moves, beziehungsweise so rum Major Moves. Die linke Seite ist blank und auf der Rückseite lesen wir Scylla Monster Box 2 und der Inhalt Blockchef Album, Standard und Instrumentals, Vom Alk zum Hulk, Audio Anabolica und die Passion Whisky, Blockchef Shirt und ein Sticker. Hier unten noch die Credits und der Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Ups. Dann kommt uns als erstes entgegen das T-Shirt. Dann haben wir einen Blockchef-Sticker, einmal das Album Blockchef, das Album Vom Alk zum Hulk, das Album Audio Anabolica und das Album Die Passion Whisky. Richtig geile Sache, weil nämlich im Gegensatz zur ersten Box, also Scylla Monster Box 1, die nochmal kurz herzuzeigen, waren die ganzen Alben hier als Pappcase, also hier in diesen Papphüllen drinnen. Und jetzt in der Monster Box 2 hat man das Ganze upgegradet und hat entsprechend zu jedem Album ein richtiges Cover, eine richtige Hülle genommen. So, wir werden jetzt mal kurz, also kurz, wird ein bisschen dauern, aber die ganzen Hüllen ebenfalls wieder vom Plastik befreien. Weil sonst ich muss mir jedes Mal immer kurz unterbrechen. So, Nummer 1. Ich hoffe nur, dass in dem Pappschuber selbst da nicht nochmal Plastik verschweißt ist. Werden wir uns gleich anschauen. Schauen wir mal ganz kurz. Nein, sehr gut. Hier ebenfalls nicht. Super. Okay. Dann haben wir hier Blockchef und dann das letzte, nämlich Vom Alk zum Hulk, ist die Frage.
Gut. Jetzt können wir das Messer endgültig wegnehmen. Also, wir beginnen chronologisch. Es ging damals los mit Audio Anabolica, das war das erste davon. Premium Edition, die war schwarz, die Standardversion war weiß. Dann haben wir hier die Tracks. Wir haben Features von Flair, Motrip, Mimosa, sorry, noch nie gehört. Motrip, Joker, Blut und Kasse, Jihad, RLS, Motrip, Joker, Raf Camora und Flo Mega. Und auf der CD2 die Instrumentals. Schauen wir gleich mal rein. Super Jewel Case, freut mich sehr. So, dann haben wir hier die CD an sich und das Booklet. Das Booklet, lasse ich jetzt mal, das würde glaube ich dann ewig lang dauern. Abgesehen davon gibt es dann noch ein separates Audio Anabolica Unboxing zu der Box, weil natürlich Audio Anabolica, Passion Whisky und vom Alk zum Halk natürlich auch nochmal eigene Boxen haben. Und dann haben wir die Instrumentals, ebenfalls in Rot gehalten. Und hier noch das Logo von Maskulin, da ja dieses Album noch über Flairs Label Maskulin erschienen ist. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut hier mit dem Pappschuber. Wenn ich jetzt generell nicht so der Fan bin von halbnackten Männern oder nackten Oberkörpern von Männern, aber gerade so dieses Design schwarz-weiß-rot gefällt mir sehr gut. Dann kam die Passion Whisky, beziehungsweise kam durch die Passion Whisky vor Audio Anabolica natürlich. So, 16er Aufkleber, weg damit. Auch wieder ein Pappschuber drüber. Und wir haben hier 20 Tracks und Features von Julian Williams, Mo Mitchell, Flair, Jihad, David Pino, Raf Camora, Motrip, nochmal Motrip, Joker, nochmal Flair, Jihad und nochmal Mo Mitchell. Ebenfalls wieder ein Pappschuber. Und so sieht das Ganze ohne Pappschuber aus. Auch wieder super Jewel Case. Gefällt mir sehr. Ebenfalls wieder über Maskulin erschienen. Und ja, da spiegelt jetzt etwas, aber hier kann man es besser ansehen. Auf dem Cover sehen wir Cilla in der Badewanne mit jede Menge Jack Daniels Whisky. Das müsste noch aufgehen. So. Dann haben wir hier die CD. Und hier hinten die DVD Cilla der Thriller. Deswegen auch der 16er. So sieht das Ganze aus. Und hier hinten blank schwarz. Gut, zurück in den Pappschuber. Dann haben wir vom Alk zum Halk. Und, ist etwas mühsam zu lesen, aber hier haben wir 16 Tracks. Und hier haben wir meines Wissens gar keine Features. Die Features sind dann auf der Premium Edition bzw. auf den Bonus Tracks. Das ist die CD, diesmal nur eine. Also hier ist nichts zum Aufklappen. Cilla vom Alk zum Halk. In dieser Hulk-Optik. Und wie gesagt, 16 Tracks. Ebenfalls super Jewel Case. Allerdings ohne Pappschuber. Und da kommen wir zum eigentlichen Album, nämlich Blockchef. Wir haben hier 16 Tracks. Features von Young Clokey, Julian Williams, Presto, Manuelsen, Mason X, Hamad 45, King Orgasmus One, Mason X, SNA bzw. SNA, Asli, Julian Williams, Julian Williams und Massiv. Meine Favoriten sind Superior und Marlboro Man 2. Outro gefällt mir auch richtig gut. Wobei man sagen muss, das Outro ist wirklich nur ein Beat-Outro ohne Rap. Aber der Beat ist echt geil. So, sieht das Ganze aus. Cilla, Blockchef. Wie gesagt, das Booklet in dem anderen Unboxing bereits gezeigt. Und dann haben wir hier die CD2 mit den Instrumentals.
Hier noch das Sealer-Logo. So sieht das Ganze aus. Diese leider kein Super Jewel Case, aber ja, man kann nicht alles haben. 3 von 4 CDs im Super Jewel Case. Fällt mir. Dann haben wir den Blockchef Sticker. Wieder die dicke Lippe von Silla mit dem Blockchef Tattoo und den Grills. Quadratisch. Beziehungsweise, wenn ihr ihn hier rauslöst, ist er natürlich rund. Also ihr könnt ihn mit oder ohne diesen Rahmen aufkleben. Und dann haben wir als letzten Bestandteil des Shirts, der Box, das Shirt. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben wieder die Fresse von Silla inklusive Grills und dem Unterlippen-Tattoo in weißer Schrift hier Silla zu lesen. Ja, ist jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz mein Motiv. Also, ich hätte zum Beispiel ein Shirt wie in diesem Design mehr gefeiert. Einfach diese Kratzer oder etwas in diese Richtung. Bin jetzt nicht so der Fan von dieser Blockchef-Mundoptik. Aber ja, Silla Blockchef. Komplett ein schwarzes Shirt. Neckprint haben wir keinen. Und das Ganze ist ein Gildensoft Style in Größe L. Made in Bangladesch, lesen wir hier 100% Baumwolle. Alles klar. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das Ganze getragen aussieht, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. Und so sieht das Ganze dann im getragenen Zustand aus. Also wir haben hier quer über die Brust bzw. den Bauchbereich den Mund von Silla mit diesen Grills und dem Blockchef-Tattoo auf der Unterlippe. Hier unten noch in weißer Schrift Silla und ansonsten das Shirt komplett in Schwarz. Lässt sich natürlich gut kombinieren zu einer schwarzen Kappe. Ja, wie gesagt, mein Ziel ist jetzt nicht so, ich werde jetzt nicht mit diesem Shirt rumlaufen, aber es ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, also mit dem T-Shirt wird man auf jeden Fall angesehen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt Silla Blockchef, das Album Blockchef, das Album Vom Alk zum Hulk, das Album Die Passion Whisky, das Album Audio Anabolica und der Blockchef Sticker. Das alles gibt es in dieser wunderbaren Box, Silla Monster Box 2. Wenn ihr das feiert, wenn ihr den Künstler unterstützt, dann habt ihr wie gesagt die Links in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.